Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Abend, ja. Guten Abend wünsche ich dir zum Tag der Deutschen Einheit. Wir sind seit heute Nachmittag hier in Berlin und Tag der Deutschen Einheit, mir war das alles gar nicht mehr so bewusst. Auf dem Weg hierher ist mir das erst so wieder bewusst geworden, Tag der Deutschen Einheit, dass überhaupt Feiertag ist und sowas. Hallo, liebe Polina. Schön, dass du dabei bist. Schenk mir doch gerne mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich weiß, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Tag der Deutschen Einheit, das soll so ein bisschen ein Gedankenimpuls für dich sein, warum ich jetzt hier live gehe. Und zwar, wie schaut es mit der Einheit mit dir selbst denn aus? Ich würde ja gerne mal so ein paar Fragen oder vielleicht eine zentrale Frage mit auf den Weg geben, weil du bist ja hier in der Gruppe, weil du auf der Suche bist nach deinem wahren Kern, nach deiner Aufgabe, warum du überhaupt mal hierher gekommen bist und möchtest die leben. Und jetzt schau mal rein, mal so als erster Schritt, mal so zum Bewusstmachen. Hallo, liebe Anja. Zum Bewusstmachen. Wie wäre es, wenn du dich mal mit der Frage beschäftigst, wie sehr lebe ich wirklich mein eigenes Leben und wie sehr lasse ich mich fremdbestimmt leben? Wie sehr lebe ich wirklich mein eigenes Leben und wie sehr lasse ich mich fremdbestimmt wirken? Das sind so zwei Fragen, die so ganz spontan jetzt einfach so in mein Bewusstsein gekommen sind, um sie mal mit dir zu teilen. Weil ich kann es nicht oft genug sagen, es ist ja immer so vieles, was über uns gestülpt wurde und wo wir glauben, es muss etwas so und so sein und wir müssen es anderen gerecht machen oder wo wir drüber nachdenken, was denken andere davon, wenn ich so meinen eigenen Weg gehe, wo auch Ängste aufkommen, was ist, wenn ich wirklich mir erlaube, meinen Weg zu gehen, auf mein Herz zu lauschen und mir mein Leben wirklich so gestalte, wie es mir wirklich gefällt, wie es wirklich zu mir passt. Und so leben wir dann manchmal, und du gehörst da nicht dazu, du hast die Chance ja, was dann zu ändern. Oder möchtest dir auch was dran ändern, deshalb bist du ja auch hier. So sehr leben wir dann einfach das Leben von anderen. Wir ahmen unsere Eltern nach, wir ahmen das Umfeld nach. Und da geschieht vieles sicherlich auch auf unbewusste Weise. Und deshalb sind so diese zentralen Fragen, die ich dir eben da mal mitgegeben habe, wenn du dich da mal mit beschäftigst. Der erste Schritt ist ja immer etwas zu erkennen. Und wenn du dich mit diesen Fragen mal beschäftigst und du erkennst so einen roten Faden, ah, da lebe ich eigentlich so das Leben von meiner Mutter nach oder von meiner Großmutter oder da lebe ich auch total fremdbestimmt, weil ich glaube, das muss so und so sein. Stell das doch mal alles einfach mal, indem du es dir bewusst machst, mit diesen beiden Fragen im wahrsten Sinne des Wortes wiederum in Frage. Und dann lade ich dich dazu ein, dir im nächsten Schritt die Frage zu stellen, wie will ich selbst es wirklich haben? Wie will ich selbst es wirklich haben? Also, hallo liebe Birgit, im ersten Schritt wirklich mal bewusst machen und mach das bitte schriftlich, denn nur drüber nachdenken, unser Denker, unser süßes Köpfchen ist da so rasch in der Richtung unterwegs und lässt es uns das wieder vergessen. Nimm dir ein Blatt Papier, schreib da oben die Frage auf, wie sehr lebe ich das Leben von anderen? Wie sehr ahme ich auch zum großen Teil unbewusst andere nach, aus meinem Umfeld oder aus dem Elternhaus. Und dann schreibst du dir das auf. Mach einfach mal so ein bisschen Brainstorming. Und indem du dir das schon dann mal bewusst machst, wie wenig du dein Leben selbst wirklich lebst, so wie es dir deinem Herzen entspricht, dann schreib unten drunter auf,
Das Pendant dazu, wie will ich selbst es denn eigentlich haben? Und damit sendest du schon mal Aspekte ans Universum raus. Denn nach dem Gesetz der Resonanz erschaffen wir uns ja mit den Dingen, mit den Gedanken, die wir aussenden, unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Das heißt, wir ziehen die Dinge in unser Leben. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht dargestellt und erwarte dann bitte nicht, dass du morgen früh aufwachst und alles ist anders. Damit könnten wir auch nicht umgehen, wenn wir morgens aufwachen und alles ist total anders und wir haben total unsere Komfortzone verlassen. Es braucht natürlich auch die Entwicklung dahin. Aber indem du dir jetzt einfach auch mal dann im zweiten Schritt schriftlich bewusst machst, wie will ich es denn selbst eigentlich haben? Und dann schreib dir Lebensbereiche auf, wo du merkst, da gibt es Handlungsbedarf. Ich sehe das immer in drei groben Punkten, beruflich, privat und eben auch gesundheitlich, weil alle Dinge ineinander greifen. Und dann bewegst du dich schon mal in diese Richtung, zumindest gedanklich. Das ist schon mal eine erste kleine Aufgabe, wenn du magst, kleine Einladung von mir, das mal heute noch zu machen. Mach's dir einfach gemütlich, vielleicht magst du, keine Ahnung, dir ein Tässchen Tee kochen, vielleicht magst du dir ein Glas Sekt so richtig feierlich dich mal hinhocken und diese Fragen dann und die Antworten zu Papier bringen. Und was da auch hilft, ist, in die Beobachterrolle zu gehen. Also wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann fällt es vielleicht auch schwer, irgendwas da zu Papier zu bringen oder je nachdem, wie verstandesorientiert du unterwegs warst, also oder bist jetzt. Ich war ja früher immer sehr, sehr kopfgesteuert, habe nur die Dinge geglaubt, die ich mit dem bloßen Auge gesehen habe. Und wenn man mir vor 20 Jahren sowas gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, komm, lass gut sein. So ein Quatsch, so eine sinnlose Übung. Und deshalb mal noch so der Hinweis, wenn du dir vorstellst, du gehst selbst in die Beobachterrolle von deiner selbst und beobachtest einfach mal so ganz neugierig wie so ein kleines Kind, was da aus dir herausfließt, was du da zu Papier bringst. Denn dann kommst du diesem Kern näher, dann lässt du wirklich diese Dinge zu Papier fließen und sieh es einfach mit so einer kindlichen Neugierde unter dem Aspekt, aha, das ist ja interessant, was ich da jetzt zu Papier bringe. Und dann einfach umwandeln, ganz so nach, mit einer kindlichen Herangehensweise, ohne Bewertung, ohne Beurteilung und dann einfach mal loslassen. Und schreib dann gerne auch mal hier ins Kommentarfeld rein, was die Übung mit dir gemacht hat. Und welche Erkenntnisse du da bekommen hast, ja? Es ist alles veränderbar. Du kannst zu jeder Zeit deinem Leben die von Herzen gewollte Richtung geben. Und der Weg ist das Ziel. In kleinen Schritten sich dahin entwickeln. Okay? Alles Liebe, hab viel Freude dabei und bis ganz bald. Tschüss.